Ich habe lange nichts mehr zum Thema Multihoster hier auf meinem YouTube-Kanal gebracht. Das liegt unter anderem daran, dass sich nicht so wirklich viel verändert hat. Es tauchen immer mal wieder so ein paar Billighoster auf, die versuche ich auch anzuschreiben, dann bekomme ich da gar keine Antwort und dann habe ich auch ehrlich gesagt keine Lust, da ein Review drüber zu machen. Das Jahr 2020 neigt sich jetzt dem Ende und ja, für 2021 kann ich, denke ich mal, schon mal eine Empfehlung aussprechen, wenn in den nächsten Wochen hoffentlich keine offline geht von den Hostern, aber ich empfehle euch welche, die schon jahrelang am Markt sind und die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die auch weiterhin existieren, ist ziemlich hoch. Wenn ich mir aktuell einen Multihoster raussuchen müsste, dann würde ich auf drei Dinge achten. Erstens, der müsste One-Click-Hoster ganz klassisch unterstützen. Da kommt es natürlich auf eure Präferenz an, welcher One-Click-Hoster für euch wichtig ist. Zweitens, der sollte Torrent-Downloads unterstützen. Ist zwar für deutschsprachige Urlaubsfilme nicht mehr ganz so interessant, aber es gibt ja im Torrent-Netzwerk noch andere interessante Sachen zum Herunterladen. Und drittens würde ich aufs Usenet setzen. Da gibt es dann doch wieder ein paar deutsche Quellen für. Wenn ich so einen Hoster mir auswähle, dann habe ich halt ein 3-in-1-Paket und muss mir eigentlich um nichts mehr Sorgen machen und habe einen Großteil der möglichen Quellen angezapft. Welche Empfehlung kann ich also aussprechen für das Jahr 2021? Oder mein Tipp, sage ich mal, besser so, ist ja jedem so ein bisschen selbst überlassen, den Königsweg gibt es ja da gar nicht. Mein Tipp wäre, einen großen Hoster zu nehmen, sowas wie Premiumize oder Highway ME. Das sind beide sehr gute Hoster, die arbeiten sehr zuverlässig und haben auch eine interessante Auswahl an One-Click-Hostern. Beide unterstützen das Usenet und beide haben eine Torrent-Seedbox inbegriffen. Bei Highway ME fällt dann zum Beispiel positiv noch auf, dass da ein TV-Recorder dabei ist. Premiumize bietet wiederum andere Funktionen wie zum Beispiel einen VPN oder Voice-over-IP. Das hängt dann von der eigenen Nutzung einfach ab, für welchen man sich da entscheidet. Zusätzlich zu einem von den beiden würde ich mich noch für Premium TO entscheiden. Da würde ich mir einfach ein Traffic-Paket kaufen und würde das in den JDownloader eintragen. Warum empfehle ich jetzt zwei Multihoster? Naja, das eine sind Laufzeitverträge. Sowohl Highway ME als auch Premiumize bieten klassischerweise Laufzeitverträge an. Man bezahlt also pro Monat oder pro Jahr. Bei Premium TO sind es Traffic-Pakete, die nicht verfallen. Es gibt kein Verfallsdatum von dem Traffic. Das wiederum bedeutet, den kauft man einmal und kann es dann irgendwann benutzen. Eine praxisnahe Nutzung wäre dann einfach, dass man den Premiumize-Account als ersten Account im JDownloader einträgt und als Backup-Account einfach den Premium TO-Account. Ist dann ein Hoster bei Premiumize offline nicht verfügbar oder hat einfach Premium TO gerade den Hoster, den Premiumize nicht hat, dann wechselt der JDownloader einfach auf den Premium TO Traffic und ihr merkt quasi nichts davon, der Download geht einfach weiter. Noch einen kleinen Tipp, wenn ihr das Usenet benutzen wollt, bei Premium TO gibt es zwei verschiedene Adressen und beide Adressen fürs Usenet haben eine unterschiedliche Laufzeit der Speicherung. Also das heißt, wenn ihr merkt, oh, da ist eine Datei offline beim Download, dann versucht doch mal die andere. Bei Premiumize ist es sogar noch ein Tacken komfortabler. Da würde ich euch empfehlen, gar keinen eigenen NZB-Downloader zu benutzen, sondern die NZB-Datei einfach direkt bei Premiumize in den Downloader zu werfen. Und der hat ein bisschen Intelligenz hinten dran, der versucht dann alles, um euch die Datei auch zu liefern, auch wenn sie auf einem der Server zum Beispiel nicht verfügbar ist. Es macht also bei Premiumize mehr Sinn, die NZB-Datei hochzuladen in den Downloader und nicht direkt die Usenet-Adressen für den eigenen Downloader zu benutzen. Wenn ihr noch ein paar Tipps zu Multihostern habt, dann gerne in die Kommentare. Wenn ihr also einen habt, den ich mir mal anschauen sollte, den ich mal testen sollte, schreibt mir den mal gerne in die Kommentare. Ich habe nichts mehr so viel zu Multihostern gemacht in letzter Zeit. Ich bin da auch ein bisschen aus dem Thema raus, ehrlich gesagt. Also dann bitte in die Kommentare schauen und eventuell auch was reinschreiben.